Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich sehr, Sie zur Tagung Digitales Lernen in Grundbildung und Integration begrüßen zu dürfen. Ich persönlich kann heute nicht dabei sein, es ist mir aber trotzdem wichtig, Ihnen mit einer Videogrußbotschaft etwas zum Thema Blended Learning zu erzählen. Und bitte verzeihen Sie mir auch, dass ich Ihnen die Videobotschaft nach Köln von hier schicke. Mein Name ist Thomas Strasser. Ich bin Hochschulprofessor für Fremdsprachendidaktik und technologieunterstütztes Lehren und Lernen an der Pädagogischen Hochschule Wien. Des Weiteren bin ich als Vizerektor für Lehre, Forschung und Internationales an der Pädagogischen Hochschule Wien tätig. Ich darf Ihnen in den nächsten 10 Minuten darlegen, warum ich denke oder überzeugt bin, dass Blended Learning ein enorm wichtiger und relevanter Ansatz im Kontext des Lernens und Lehrens, vor allem auch in der Erwachsenenbildung ist. Vielleicht sind ja einige Ansätze und Inhalte dabei, die Sie möglicherweise aufnehmen, diskutieren, kritisch reflektieren und möglicherweise auch für Ihr eigenes berufliches Handeln adaptieren. Generell möchte ich festhalten, dass ich mich mit dem Thema des vermischten Lernens, des Blended Learnings, schon über 15 Jahre beschäftige und es noch immer eine wissenschaftsperformative und praktische Konstante in meinem beruflichen Handeln darstellt. Vereinfacht formuliert nimmt das Blended Learning das Beste aus beiden Welten, aus den analogen und digitalen unterrichtlichen Segmenten. Wichtig dabei ist, nicht zu vergessen, dass sowohl das Analoge als auch das Digitale Teil unserer Welt sind. Es gibt kein Entweder-Oder mehr. Diese schwarz-weiß-malerische Dichotomie ist längst passé. Vor Jahrzehnten wurde Blended Learning noch als etwas zu Definierendes gesehen. Heute ist es mittlerweile State of the Art in vielen Bildungsangeboten und vor allem bei vielen erwachsenen Bildungseinrichtungen wie jene der Volkshochschulen. Es ist für mich auch eine Art Herzensthema, weil ich finde, dass die wissenschaftliche und praxisorientierte Community gerade im Bereich Blended Learning gut vernetzt und extrem professionell ist. Man nehme zum Beispiel das LMS Moodle her, wo sich tausende Praktikerinnen und Wissenschaftlerinnen kollegial vernetzen, um das Blended Learning zu optimieren und Zielgruppen adäquat zu didaktisieren. Die Vorteile von Blended Learning liegen auf der Hand. Das ist wissenschaftstheoretisch und unterrichtspraktisch in zahlreichen Publikationen und Projekten belegt. Selbstverständlich korreliert die taxative Aufzählung von Vorteilen des Blended Learnings natürlich mit unterschiedlichsten performativen Parametern, wie zum Beispiel Zielgruppe, Curricula, Lernumgebung, soziodemografische Implikationen der Lernerinnengruppe etc. Aber vereinfacht ausgedrückt könnte man konstatieren, dass einer der evidentesten Potenziale von Blended Learning sicherlich der Aspekt des örtlich und zeitlich delimitierten Lernens ist. Das heißt, der Lernende kann im eigenen Lerntempo differenziert auf unterschiedliche multisensorische Lernartefakte im Rahmen von Blended Learning zugreifen, wann immer bzw. wo immer er will, da ihm zusätzlich zum analogen Input aus dem Präsenzunterricht zum Beispiel eine interaktive Lernplattform zur Verfügung steht. Weiter sei festgehalten, dass Blended Learning durchaus ein Ansatz ist, der vielen Qualifizierungsmaßnahmen entgegenkommt. Gerade in Zeiten von berufsbegleiteten Masterstudien oder anderen Bildungsangeboten bzw. Performanzen im Kontext des Lifelong Learnings tragen Blended Learning Angebote zu einer Art Chancengerechtigkeit bei, weil es somit auch vielen Menschen, die zeitlich monetär gebunden sind, auch möglich ist, von zu Hause und unterwegs zu lernen, ohne dabei ständig auf der Uni bzw. in der Bildungsinstitution zu sitzen, die möglicherweise schwer zu erreichen ist. Stichwort Pendler, alleinerziehende Menschen, Vollzeitberufstätige und so weiter.
Weiters gibt es schon wunderbare Initiativen, die zeigen, wie digitale Medien auch den Aspekt der Inklusion, zum Beispiel durch Multisensorik, Spracheingaben, Text-to-Speech-Technologie, auch Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützen. Wenn das Analoge mit dem Digitalen didaktisch kohärent konzipiert wird und der Auftritt auf der Plattform durchdacht ist, ergeben sich weitere lernperformative Potenziale. Generell muss davon ausgegangen werden, dass immer das Primat der Didaktik als Gelingensbedingung für einen Blended Learning Kurs gegeben sein soll. Die digitalen Angebote im Kontext von Blended Learning ermöglichen eine multimediale Präsentation und Archivierung von Unterrichtsmaterialien und Lernartefakten, die immer zur Verfügung stehen. Lernangebote können auf einfache Art und Weise von der Lehrkraft differenziert gestaltet werden. Auf einer Plattform ist es möglich, eben diese unterschiedlichen Ebenen der Kommunikation inklusive Feedbackbericht zu forcieren. Natürlich kann auch kooperatives und kollaboratives Lernen stattfinden. Durch die unterschiedlichen Bewertungsskalen, die für die Lernenden sofort ersichtlich sind, kann es auch zu einer Art transparenten Leistungsbeurteilung kommen. Ich bin fest davon überzeugt, auch wenn das möglicherweise einige Kolleginnen aus der Community als zu oberflächlich betrachten würde, dass wir uns weg von einem technologischen Determinismus bewegen müssen. Weg von den sogenannten Hochglanz-Bling-Bling-Technologien hin zu didaktischen Konzepten, die klar strukturiert sind und das Tool lediglich als Vehikel oder Katalysator auf dem Weg zum Lernerfolg sehen. Blended Learning Kurse brauchen eine klare Struktur, vernünftige Ikonografien, brauchen ein intelligentes Üben und eine bestimmte Methodenvielfalt. Jetzt könnte man meinen, dass dies keine revolutionären Ansichten seien und ich damit nie bei einem TEDx-Talk auftreten werde, da ich mit meinen Ansätzen nichts niederreißen werde. Aber ich bin bildungspolitischer Realist und Pragmatiker und da braucht es eben eine realistische Einschätzung, wie wir am besten unsere Kolleginnen davon überzeugen, kleine, aber feine Micro-Learning-Sequenzen im Blended Learning-Format einzusetzen. Diese kleinen digitalen Unterrichtssequenzen fungieren, wenn Sie so wollen, wie Tapas, kleine, feine, leicht verdauliche Häppchen. Und das können zum Beispiel ganz kleine Forendiskussionen sein auf Moodle oder ein kollaboratives Glossar. Generell könnte man sich als Pädagogin die Frage bei der Konzeption von Blended Learning Angeboten stellen, ob die 6 Cs mitgedacht werden. Da geht es um Communication, sprich die Ermöglichung von diskursiven Elementen im Rahmen der Plattform. C wie Collaboration, die Zusammenarbeit mit den Peers. Curriculum, das aktive Miteinbeziehen des Lehrplans. Creation, das aktive Produzieren von Inhalten auch seitens der Lernerinnen, zum Beispiel durch das Erstellen von Quizzes, Collagen, Mindmaps etc. Content, was wird eben vermittelt und die sogenannten Continuous Lessons, das Miteinbeziehen des Präsenzunterrichts. Abschließend und generell wären das meine wichtigsten praktischen Tipps, damit Pädagoginnen gleich mit einem Blended Learning Kurs, zum Beispiel mit einer Lernplattform, beginnen können. Und unter diesen Tipps wären zum Beispiel auch Nummer 1, das Zwischenspeichern bei Blended Learning Kursen. Das Zwischenspeichern von längeren Texten, das heißt Abspeichern in der Zwischenablage oder das Vorschreiben des Textes in einem Textverarbeitungsprogramm, kann von großem Nutzen sein, wenn zum Beispiel während des Verfassens eines Forumseintrages die Internetverbindung kappt und der ganze Text verloren geht. Nummer 2. Meiden Sie die PDF-Schleuder. Verwenden Sie Moodle oder eine andere Lernplattform im Blended Learning-Kontext nicht nur als Ablage für Dokumente, sondern nutzen Sie auch die interaktiven Tools wie zum Beispiel das Forum oder das Glossar. Vermeiden Sie somit diesen Scroll of Death, das ewig lange Runterscrollen durch Dokumente. Ordnung muss sein. Um strukturiertes und effektives Lernen im virtuellen Raum zu gewährleisten, empfiehlt es sich im Vorhinein eine für den jeweiligen Kurs passende Struktur zu überlegen.
Nummer 4. Auf die Größe kommt es nicht an. Sie müssen keine großen, mit Content fast platzenden Kurse erstellen, um mit Moodle oder einer anderen Lernplattform im Blended Learning Kontext ertragreich arbeiten zu können. Fangen Sie ruhig mit einem kleinen Kurs an. Übungen mit Foren, mit einem Glossar, mit einem Wiki. Nummer 5. Kommunizieren statt kontrollieren. Gehen Sie im Moodle-Kurs nicht auf Fehlersuche bei den Schülerinnen. Sehen Sie sich als Coach, der mit Schülerinnen und Lernenden kommuniziert und wertschätzend Feedback gibt. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich hoffe, Sie konnten ein paar Impulse mitnehmen, haben jetzt ein konkreteres Bild, wenn es um das Blended Learning geht, wenn es um das vermischte Lernen geht. Ich gönne mir jetzt auch noch eine Mischung, eine Girlsche Mischung. Das funktioniert, denn der BVB und Köln haben eine Fanfreundschaft. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß in den Workshops. Diskutieren Sie viel und alles Gute. Auf Wiederschauen und Baba.